Klima-Champions weniger. Reden wir doch mal über die drei Ws. Weniger, wiederverwenden, wieder aufbereiten. Zum Wohle des Waldes und des ganzen Planeten. Betrachten wir den Punkt weniger. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, weniger Müll zu produzieren. Wisst ihr zum Beispiel noch, als ich für Kelsey und Craig lecker gekocht habe? Da haben wir echte Teller und richtiges Besteck benutzt, anstatt Papier und Plastik. Das ist gut für die Umwelt und es hat Stil. Auch wenn man Essen bestellt, kann man höflich Einweggeschirr ablehnen. Denn das landet nur auf Mülldeponien und in Gewässern. Weniger Müll verbessert die CO2-Bilanz und hilft, den Klimawandel zu stoppen. Das ist gut für unsere Umwelt und für die Menschen. Reden wir doch mal über die drei Ws. Weniger, wiederverwenden, wieder aufbereiten. Zum Wohle des Waldes und des ganzen Planeten. Betrachten wir den Punkt wiederverwenden. Mit ein wenig Fantasie kann man alle möglichen Sachen wiederverwenden. Wisst ihr zum Beispiel noch, als wir aus Plastikflaschen Rennboote gemacht haben? Und nach dem Wettrennen habe ich einen Entwurf gezeichnet, wie man aus den Flaschen Futterhäuschen machen kann. Für die heimischen Vögel. Mortimer sagt, er will's mal probieren. Wiederverwenden hilft, Gewässer wie den Bach zu schützen. Und so bleiben Ressourcen für Pflanzen und Tiere erhalten für die zukünftigen Generationen. Reden wir doch mal über die drei Ws. Weniger, wiederverwenden, wieder aufbereiten. Zum Wohle des Waldes und des ganzen Planeten. Betrachten wir das Wiederaufbereiten. Als selbsternannte Heldin des Waldes verstehe ich was von der Macht des Wiederaufbereitens. Wiederaufbereitung ist ein sehr heroischer Akt. Du hilfst dem Planeten, indem du Altpapier und Plastik zurückgibst. Oder aus alten Sachen etwas Neues erschaffst. Wiederaufbereiten ist gut für unsere Umgebung und unseren Planeten. Richtige Krieger kämpfen für ihren Planeten. Kämpf auch du. Werde noch heute ein Cartoon Network Klima-Champion und mach die Welt ein bisschen besser.